Am 6. September traf eine Rakete den belebten Marktplatz von Konstantinowka in der Oblast Donetsk. Dabei starben mindestens 16 Zivilisten. Frau Baerbock hat umgehend am selben Tag noch erklärt, dies sei ein brutaler Angriff Russlands auf unschuldige Menschen, die friedlich auf einem Markt einkaufen. Jetzt hat die New York Times am 18. September, es wird Ihnen sicher auch bekannt sein, eine umfassende Recherche vorgelegt auf Basis von Auswertungen, Satellitendaten, Filmaufnahmen, Zeugenaussagen von Militärs und Zivilisten und kommen zum Schluss, dass die Rakete mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von ukrainischem besetzten Gebiet und von ukrainischen Soldaten abgefeuert wurde. Da würde mich nur interessieren, auf welcher Informations- und Quellengrundlage hat denn die Außenministerin damals am 6. September diese Aussage und explizite Schuldzuweisung an Russland getroffen? Also, um es einmal sehr klar zu machen, das habe ich ja eben auch nochmal gesagt, Russland hat die Ukraine angegriffen. Russland hat auch alleine dieser Woche wieder mit vielen Angriffen zivile Ziele in der Ukraine getroffen, Drohnen, die auf Wohnhäuser gingen, etc. Sie haben sehr richtig gesagt, dass Sie haben es nicht gesagt, ich habe es mir eingebildet, die Ukraine hat ja auf diese Berichterstattung reagiert und hat eine Ermittlung angekündigt und wir würden jetzt mal die Ergebnisse dieser Ermittlung abwarten. Ja, aber können Sie mir nochmal darlegen, wieso denn jetzt das Auswärtige Amt Ermittlungen abwartet, aber am selben Tag keine Ermittlungen abgewartet hat und ohne eigene Erkenntnisse diese direkte Schuldzuweisung getroffen hat? Deswegen war die Frage, haben Sie auch nicht beantwortet, auf welcher Quellen- und Informationsgrundlage hat am 6. September, kurz nach diesem Vorfall, die Außenministerin sagen können, dass es Russland war? Also die Ukraine hat jetzt auf diesen Medienbericht reagiert, hat eine Ermittlung angekündigt und dabei wird sich ja dann herausstellen, ob es sich tatsächlich um einen Angriff, sozusagen in diesem konkreten Fall einen Angriff Russlands gehandelt hat oder um einen tragischen Unfall. Und diese Ermittlungen werden wir jetzt mal abwarten. Das ist aber keine Antwort auf meine Frage.